Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Wellenausbreitung gesprochen und gelernt. Was wir aber bisher noch nicht gemacht haben, ist, dass wir Wellenausbreitung betrachtet haben in Medien, die auch eine Leitfähigkeit haben. Und genau das wollen wir in dem heutigen Beitrag nachholen. Der Ausgangspunkt ist also tatsächlich der, dass wir, wie ich es gerade gesagt hatte, bisher eben nur Medien betrachtet haben und dabei die Ladungsträgerdichte, also auch die Stromdichte J, vernachlässigt haben. Das heißt, beide waren als Null angenommen. Und das entspricht letztendlich der Ausbreitung in isolierenden Dielektrika und da sind auch dann keine anderen Quellen vorhanden gewesen. Das ist der einfachste Fall. Aber es ist nicht unbedingt der alleinige Fall, der für Anwendungen tatsächlich interessant ist. In der Anwendung hat man nämlich häufig es auch zu tun mit Wellenausbreitung in Medien, die eine gewisse Leitfähigkeit haben oder sogar eben aus Wellenausbreitung in Metallen. Da ist die Leitfähigkeit dann eben auch besonders groß. Aber schon wenn Sie eine gewisse Leitfähigkeit haben, dann haben Sie es zu tun mit verlustbehafteten Medien. Und die Wellenausbreitung in solchen Stoffen haben wir bisher nicht betrachtet. Wir gehen jetzt also davon aus, dass wir auch eine Leitungsstromdichte J annehmen wollen, die über die Leitfähigkeit Kappa mit dem elektrischen Feld E verknüpft ist. Da haben wir relativ ausführlich schon im Kapitel elektrisches Strömungsfeld drüber gesprochen, gegebenenfalls da nochmal nachschauen. Und wir haben unter diesen Bedingungen eine Gesetzmäßigkeit, die so etwas ist wie das lokale Ohmsche Gesetz, J gleich Kappa mal E, Kappa die Leitfähigkeit, E das elektrische Feld, J die Leitungsstromdichte. Weiterhin wollen wir aber annehmen, dass die Ladungsträgerdichte 0 ist. Das heißt, der Stoff soll nicht geladen sein. Wenn er anfangs nicht geladen ist, kann man zeigen, dass er dann auch ungeladen bleibt. Das ist noch eine gewisse Einschränkung, die werden wir erst aufheben, wenn wir dann tatsächlich auch Quellen mit einbeziehen. Und unter diesen Bedingungen können wir die Maxwell-Gleichung natürlich umschreiben und sie nehmen dann, wenn ich weiterhin auch homogene isotrope lineare Medien annehme, wie wir das bisher schon gemacht haben, nehmen die Maxwell-Gleichungen die Form an, die hier unten steht. Und diese Gleichungen, naja, das ahnen Sie inzwischen ja schon, die können wir entkoppeln. Und zwar können sie genauso entkoppelt werden, wie wir das bisher auch immer gemacht haben. Also das Rezept dazu war ja, sie bilden Rotation, Rotation. Also wenn hier zum Beispiel Rotation E ist, bilden sie Rotation, Rotation E. Das ist dann auf der anderen Seite Gradient, Divergenz minus Laplace. Der Ausdruck mit Divergenz E würde in dem Fall verschwinden, weil Divergenz E gleich 0 angenommen ist. Auf der anderen Seite steht dann minus Zeitableitung von Rotation B und Rotation B setzen Sie wieder durch den anderen Ausdruck ein. Ja, und so können Sie das Ganze entkoppeln für Rotation B entsprechend. Also das ist das Prozedere, das wir inzwischen schon ein paar Mal gemacht haben. Wenn Sie das dann tun, dann kommen Sie auf Gleichungen, die verwandt sind mit den Wellengleichungen, aber eben doch anders. Und diese Gleichungen sind die sogenannten Telegraphengleichungen. Das sind also die entkoppelten Maxwell-Gleichungen für den Fall, den ich gerade geschildert habe, dass wir also auch eine Leitungsstromdichte haben. Wenn Sie das durchführen, kommen Sie auf Gleichungen, die dann so aussehen, für E und B vollkommen identisch. Und der Operator, der hier auftaucht, das sieht man ja, das ist einerseits der Wellenoperator, den wir schon kennen, also Quabler oder der D'Alembertsche Operator.
Und der wird aber jetzt modifiziert durch einen zusätzlichen Term. Und dieser zusätzliche Term enthält nochmal die Ableitung nach der Zeit. Dadurch wird die Gleichung ein bisschen komplizierter. Aber wie wir gleich sehen werden, zumindest für den Fall der harmonischen Anregung, ist das sehr gut handhabbar. Was man natürlich sofort sieht, hier taucht ja in diesem zusätzlichen Term auch der Parameter Kappa auf, also die Leitfähigkeit. Und Sie sehen sofort, dass Gleichungen eben für Kappa gegen 0 in die Wellengleichung übergehen. Weil die Gleichungen sich jetzt für alle Feldkomponenten vollkommen gleich schreiben, können wir auch wieder eine Abkürzung einführen und für eine der Feldkomponenten Psi von R und T schreiben, so wie wir das vorher auch schon gemacht haben. Und wir gehen dann weiter auf harmonische Zeitabhängigkeiten. Das ist, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, keine wirklich sehr harte Einschränkung, weil Sie beliebige zeitliche Abläufe eben auch schreiben können als Überlagerung, als Fourier, im Sinne einer Fourier-Synthese, als Überlagerung von harmonischen Zeitabhängigkeiten. Und das macht die Analyse eben wesentlich einfacher. Das heißt, wir gehen jetzt auf harmonische Zeitabhängigkeiten. Das heißt, die physikalische Lösung ist gleich der Realteil eines Phasors. Und der Phasor hat eben die Form Amplitude, komplexe Amplitude, mal e hoch j Omega t. Einfach wird es deswegen in diesem Falle, weil wir eben dann die zeitlichen Ableitungen sofort ausführen können. Hier oben in unserer Gleichung taucht ja die einfache und die zweifache zeitliche Ableitung auf. Die einfache zeitliche Ableitung ist offensichtlich j Omega mal die Funktion selber und die zweite zeitliche Ableitung dann eben minus Omega Quadrat mal die Funktion selbst. Und wenn wir das einsetzen, also jetzt die Telegraphengleichung für den Phasor hinschreiben, dann nimmt die diese Form hier unten an. Ja, und an dieser Form erkennt man eigentlich schon, dass jetzt hier nicht so viel Neues passiert, weil dadurch, dass wir die Ableitungen algebraisch ausdrücken können, ist das, was hier als Term steht, also diese beiden Terme, der eine ist ja reell, der andere ist rein imaginär, diese beiden Terme sind trotzdem einfach nur ein Term. Ohne das Kappa stünde hier einfach Omega Quadrat Epsilon Mu, das ist das, was wir bei der Wellengleichung analysiert haben. Und hier taucht jetzt ein weiterer Summand auf, sodass diese Zahl, die hier steht, einfach eine komplexe Zahl wird. Aber ansonsten, abgesehen davon, dass hier eine reelle Größe durch eine komplexe Größe ersetzt wird, passiert eben zunächst mal nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, wir können hier problemlos weitermachen und können sehr zuversichtlich sein, dass wir dann auch aufgrund der gründlichen Analyse der Wellengleichung hier auch jetzt sehr schnell zum Ziel kommen. Zunächst mal schauen wir uns diesen Ausdruck nochmal etwas genauer an, sortieren die Terme ein wenig. Das ist ja der Term, der jetzt unten auf der letzten Folie zuletzt auch stand. Und wir können hier einfach mal Omega Quadrat μ ausklammern und dann bleibt übrig Epsilon minus j Kappa durch Omega. Und wenn wir jetzt gleichzeitig noch ein das μ schreiben als μ0 μ r und hier von dem Epsilon, was in der Klammer steht, ein Epsilon 0 nach vorne ziehen, dann nimmt das diese Gestalt an. Und das Vorziehen von dem Epsilon 0 war deswegen wichtig, weil jetzt hier ein Term steht, Epsilon 0 mal μ 0. Das ist aber 1 durch die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat.
Und dann bleibt übrig natürlich das μr, das ist einfach hier übernommen. Und der Klammerausdruck hier, das ist jetzt einfach ein komplexes relatives Epsilon. Also das nennen wir das Epsilon r minus j Kappa durch Epsilon 0 mal Omega. Das nennen wir Epsilon r Komplex, die komplexe Permittivität. Sie können auch mal schauen im Beitrag Elektrostatik 1. Da gibt es schon eine kleine Bemerkung, eine kleine Ankündigung, dass wir später die komplexe Permittivität einführen werden. Genau das haben wir jetzt hier gemacht. Wenn Sie die Formeln in den Videos vergleichen, fällt Ihnen auf, dass ich damals das Epsilon 0 vergessen habe. Das ist jetzt mit dabei. Und natürlich ist die entsprechende Formel die entsprechende Folie im OER-Ordner der Professur auch schon korrigiert. Gut, also mit Einführung der komplexen Permittivität nimmt unser Operator diese Gestalt an. Und natürlich können wir das auch wieder schreiben, so wie wir das vorher auch gemacht haben, als Omega Quadrat durch das Quadrat einer Ausbreitungsgeschwindigkeit. Nur dass eben diese Ausbreitungsgeschwindigkeit jetzt eben auch eine komplexe Geschwindigkeit ist. Das heißt, wir haben die komplexe Permittivität hier nochmal explizit hingeschrieben. Der Realteil mit einem Strich, der Imaginärteil mit zwei Strichen gekennzeichnet. Realteil und Imaginärteil können Sie hier entsprechend ablesen. Das heißt, der Realteil ist die normale relative Permittivität und der Imaginärteil ist eben Kappa durch Epsilon 0 mal Omega. Und Betrag und Phase sind hier auch nochmal hingeschrieben. Und wie gesagt, wir haben auch eine komplexe Ausbreitungsgeschwindigkeit hier auf diese Art und Weise eingeführt und die ist hier unten nochmal dargestellt. Also im Wesentlichen definiert wie vorher auch, nur dass hier eben jetzt das komplexe Epsilon auftaucht. Ja, und damit, dass wir hier ein komplexes Epsilon und eine komplexe Ausbreitungsgeschwindigkeit haben, kommen wir natürlich letztendlich auch auf einen komplexen Wellenvektor und auch auf einen komplexen Brechungsindex. Und das sehen wir sofort, wenn wir jetzt eben dann rein formal eben die Lösung hinschreiben. Die kennen wir ja bereits aus der Analyse der Wellengleichung. Die Lösung muss eben hier formal genauso aussehen, nur eben mit dem Unterschied, dass hier das k kein reeller Vektor, sondern jetzt eben ein komplexwertiger Vektor ist. Das ist also der komplexe Wellenvektor, der sich aus der komplexen Ausbreitungsgeschwindigkeit ergibt. Und zwar genauso, wie das hier eben hingeschrieben ist. EK ist der Einheitsvektor in Richtung k, also in Ausbreitungsrichtung. Und ansonsten kommt ja hier einfach Omega durch VC mit dazu. Das können Sie natürlich auch wieder durch die Materialparameter ausdrücken. Und so wie wir das früher auch schon mal gemacht haben, können Sie das auch mit Omega durch die Lichtgeschwindigkeit mal einem Brechungsindex schreiben. Nur dass hier eben dann natürlich auch der Brechungsindex eine komplexe Größe ist, die wir auch noch mal explizit hinschreiben. Brechungsindex ist also Wurzel komplexes Epsilon r mal μ r und der Realteil, den nennen wir n Strich und den Imaginärteil, das wäre jetzt minus Gamma und Gamma ist der Extinktionskoeffizient. N Strich und Gamma sind hier auch ohne weitere Herleitung, das ist ja nicht schwierig, nur ein bisschen langwierig, nochmal hingeschrieben und Sie sehen, dass für Kappa gegen 0 der Realteil des Brechungsindexes dann auch wieder in den normalen Brechungsindex übergeht. Deshalb spricht man hier auch häufig vom verallgemeinerten Brechungsindex. Und das Gamma, das hat man vorher so nicht, das verschwindet eben tatsächlich für Kappa gegen 0 und das ist der sogenannte Extinktionskoeffizient. Die Bedeutung wird sofort klar, wenn wir die Lösung für die Felder uns anschauen.
Naja, und das brauchen wir jetzt im Prinzip natürlich auch einfach nur hinzuschreiben. Also das E von R und T, das ist der Phasor, ist Amplitude mal E hoch J und dann eben Omega T minus komplexes K skalar multipliziert mit R. Und statt dem komplexen K kann ich eben auch schreiben Omega C und dann das, der komplexe Brechungsindex mal Einheitsvektor von K. Und für das komplexe N kann ich auch einsetzen, Realteil minus J mal Extinktionskoeffizient. Ja, jetzt können wir diese E-Funktion natürlich auseinandernehmen. Wir haben ja hier einmal J mal J ist minus 1 mal minus bleibt minus 1. Also ist das eine reelle E-Funktion mit einem negativen Exponenten, also eine Dämpfung in Ausbreitungsrichtung. Die Ausbreitungsrichtung wäre ja hier EK. Der zweite Anteil, das ist ganz normal wieder ein schwingender Anteil, ein Wellenanteil, also eine komplexe E-Funktion. Und mit den Größen, die vorher eingeführt worden sind, können Sie hier diesen dämpfenden Faktor natürlich auch über den Imaginärteil des Wellenvektors schreiben und den Schwingteil über den Realteil des Wellenvektors. Das beschreibt also eine gedämpfte Welle in Richtung EK. Und die Eindringtiefe, also die Länge, bis das auf einen Wert 1 durch E abgefallen ist, den können Sie auch eigentlich sofort ablesen. Das ist nämlich der Kehrwert hiervon. Also haben wir eine Eindringtiefe Delta gleich C durch Omega mal Gamma, womit Sie auch eine ganz anschauliche, gegenständliche Bedeutung des Extinktionskoeffizienten bekommen haben. Und man liest weiterhin die Phasengeschwindigkeit aus dem Wellenterm ab. Phasengeschwindigkeit ist dann offensichtlich gleich Omega durch K' oder eben gleich Omega durch C mal N, also C durch N'. Und das ist offensichtlich kleiner als C durch N. Das ergibt sich einfach aus der Definition von N. Und so gesehen ist die Phasengeschwindigkeit, also wenn Sie jetzt nur das Kappa variieren würden und alle anderen Parameter gleich blieben, dann maximieren Sie die Phasengeschwindigkeit für Kappa gleich 0. Das heißt, wenn Sie eine Leitfähigkeit haben, ansonsten aber die Parameter gleich sind, verringern Sie dadurch die Phasengeschwindigkeit. Ja, und die magnetische Flussdichte, die bekommen wir natürlich am einfachsten wieder, die hat natürlich erstmal formal wieder die gleiche Gestalt. Wir bekommen sie natürlich am einfachsten wieder dadurch, dass wir jetzt in die Maxwell-Gleichungen einsetzen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht aus den beiden Divergenzgleichungen. Bekommen Sie die Aussagen K mal E gleich 0 und K mal B gleich 0. Mit anderen Worten, wir haben hier es wieder zu tun mit transversalen Feldern, also sowohl E ist transversal als auch B ist transversal in Bezug auf K. Und aus dem Faradayschen Induktionsgesetz kommen Sie leicht auf diese Beziehung B gleich K durch Omega EK Kreuz E. Oder wenn Sie das wieder umschreiben auf den Brechungsindex, haben Sie B gleich 1 durch C N' minus J mal Gamma EK Kreuz E. So dass Sie insgesamt hier sehen, dass es sich wieder um ein TEM-Feld handelt. Das heißt, E, B und K bilden wieder ein orthogonales Rechtssystem. Aber was Sie auch sehen, ist, dass B und E nicht mehr in Phase sind, weil Sie hier einen komplexen Vorfaktor haben. Und
Das ist neu. Das ist letztendlich auch Ausdruck dafür, dass sie in diesem Fall tatsächlich eben auch Verluste haben. Das heißt, wenn sie jetzt Pointing-Vektor oder auch Energiedichte ausrechnen würden, würden sie das entsprechend sehen. Ansonsten kommt aber hier bei verlustbehafteten Medien eben nichts weiter dazu, sodass wir an dieser Stelle hier das Ganze eben tatsächlich schon beenden können und auch diesen in der Anwendung wichtigen Fall, aber aufgrund der Vorarbeiten eben mathematisch oder konzeptionell nicht mehr schwierigen Fall auch schnell noch mit erledigen konnten. Gut, so gesehen danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verweise natürlich wie immer auch auf die Webseite, wo Sie weitere Informationen finden können. Bis zum nächsten Mal.